AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir vorab eine kurze persönliche Bemerkung. Heute ist mein Parteifreund Heinrich Koch in Mannheim Opfer einer Messerattacke geworden. Viele Bürger und auch ich sind wirklich zutiefst betroffen und berührt. Wir verurteilen jegliche Form von politischer Gewalt, und dem Verletzten wünschen wir schnelle und vollständige Genesung. Nun zum Thema unserer Debatte. Die gewaltsame Entnahme von menschlichen Organen, der Handel mit ihnen, mit Waffen, mit Drogen, mit Menschen, Zwangsprostitution und Auftragsmorde, Unterschlupf für islamistische Gefährder, das ist ein Ausschnitt aus dem Portfolio der besorgniserregenden Zustände im Kosovo. Führende Politiker des Kosovo, unter denen die Bevölkerung dort seit Jahren leidet, waren und sind Schlüsselfiguren, Verbindungspersonen zur organisierten Kriminalität. Das Kosovo ist politisch ein Konstrukt, das aus eigener Kraft, und so ehrlich muss man sich machen, nicht überlebensfähig ist. Den kosovarischen Staat gibt es nur deshalb, weil unter anderem Deutschland den Kosovo mit Hunderten von Millionen Euro alimentiert und weil die NATO-geführte Kosovo-Force, an der sich die Bundeswehr beteiligt, übrigens seit einem Vierteljahrhundert, ich kann gar nicht verstehen, warum so etwas hier als Erfolg bezeichnet wird, wenn man ein Vierteljahrhundert Stabilität in einem anderen Land versucht sicherzustellen, dann läuft etwas schief und dann kann man nicht von einem Erfolg sprechen. Die Entwicklungshilfe und der Militäreinsatz, der kostet uns bislang rund 4 Milliarden Euro. Und ja, die Idee der KFOR war eine gute. Man wollte ausschließen, dass sich Massaker wiederholen, beziehungsweise man wollte Massaker verhindern. Und so muss man jetzt endlich eingestehen, dass dieser Einsatz schon lange ein Fass ohne Boden ist. Denn diesem Auftrag konnte die KFOR nicht erfolgreich nachkommen. Das haben auch die Massaker an der serbischen Minderheit 2004 und die folgenden gezeigt. Und weiter hat sich die KFOR von einer Friedenstruppe zu einer Schutzmacht für den kosovarischen Staat gewandelt, seitdem dieser sich 2008 einseitig unabhängig erklärt hat. Die Schaffung des kosovarischen Staates in dieser Form stellt im Hinblick auf die Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates eine Verletzung der territorialen Unversehrtheit Jugoslawiens und jetzt Serbiens dar. Dieser Konflikt, und das will ich in aller Deutlichkeit sagen, der lässt sich nur politisch und nicht durch einen ewig währenden Militäreinsatz lösen. Und darum bitte ich Sie, holen Sie unsere Soldaten nach Hause zurück. Und ich will das auch deutlich sagen, es liegt nicht an den deutschen Soldaten und der Leistungsfähigkeit der Bundeswehr. Wenn ein Einsatz 25 Jahre und länger dauert, dann macht es deutlich, dass die politischen Entscheidungsträger im Kosovo nicht in der Lage sind, angemessen zu gestalten. Und dann kann man diese Verantwortung natürlich nicht auf die Bundeswehr einseitig abwälzen. Darum beenden Sie endlich bitte diesen Einsatz. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Hacker, FDP-Fraktion.